Hallo Vincent? Siehst ziemlich Vincent aus? Mama sagt, dass ich nicht mit. Mama sagt, nicht zu Fremden reden. But du scheinst okay. What? Er kriegst nicht gebacken. Aber hey, wir haben einen Sonnenfisch. Ey, du. Guckst du so? Hallo. Stopp, Schmauf. Ach hier, das ist doch hier der Mr. Louis, ne? Wie war die erste Nacht in dem alten Rumpelkammerhäuschen-Dings? Ein Großvater? Oh! Dein Großvater hat sich ständig darüber beschwert, in diesem alten, krückeligen, quietschenden, knarzenden Bett zu schlafen. Ich weiß, dass ich ich erzähl mal weiter. Aber ich denke, tief im Inneren hat er es geliebt, dieses Haus. Geliebt! Man kann übrigens auch die Mülltonnen durchsuchen. Man sollte sich vielleicht dabei nur nicht unbedingt erwischen lassen. Oh, knapp. Hallo, wer bist du denn? Ah, du bist nicht wirklich so, wie ich mir vorgestellt habe, aber das ist vollkommen okay. Ich bin Jody. Es ist so eine ruhige kleine Stadt. Es ist so wirklich aufregend, wenn jemand ein neues Herz sieht. Ein Farmer hier zu haben, könnte wirklich einige Sachen ändern. Wenn du verstehst, was ich meine. Du bist Abigail. Ja, mir geht's gerade nicht so gut. Ich quatsch trotzdem voll. Ich hab gesagt, mir geht's nicht gut. Was willst du? Hey du, wer bist du? Ah, ich kann's in deinem Gesicht lesen. Du wirst es hier leben im Pelican Town. Wenn du jemals nach irgendetwas suchst, was du halt machen willst am Nachmittag, komm im Saloon vorbei. Da arbeite ich. Arschlampe. Ich meine natürlich, Tata-Taxe. Ich meine natürlich, Badama. Hast du schon jeden in der Stadt getroffen? Das hört sich ziemlich ermüdend an. Und so. Was bist du denn für? Hallo? Ach, du bist ein Mensch? Ah, Mr. Louis hat mir erzählt, dass du angekommen bist. Ich bin Mani. Livestock. Animal Care Post. Ich verkaufe lebendige Tiere und Zubehör für lebendige Tiere direkt auf meiner Ranch. Da solltest mal vorbeischwingen, wenn du weißt, wie das geht und du Bock hast und Zeit und ich gehe mal lieber weiter. Du bist der neue Farmer Boy, nicht wahr? Ach ja, ich bin Haley. Wenn du diese schrecklichen Klamotten tragen würdest, wärst du irgendwie ziemlich süß. Okay, thanks, bye. Lauf mal ein paar Streifen. Ah, guck mal, jetzt haben wir hier oben freigeräumt, jetzt wächst hier was. Doch schön. Eine Daffodil. Ich glaube nicht, dass es schon kurz vor halb eins ist. Es ist aber verschlossen. Verschlossen. Oh, Vögelis. Gut. Wollen wir weiter gucken. Ich glaube, 18 von 28 Peoples. Dann gucken wir doch mal, ob wir noch ein paar Peoples finden, die wir anquatschen können. Ach, guck mal. Der Quotenmigrant, schwarz, wie auch immer. Grüße, ich bin Dimitrios, lokaler Wissenschaftler und Vater. Danke, dass du dich selbst vorstellst. Ich habe noch gar nichts
gesagt? Ich studiere die lokale Pflanzen- und Tierwelt. Von zu Hause, von meinem Zuhause aus, ja, von meinem Labor. Das hier ist Labor. Hast du schon meine Tochter Mao getroffen? Sie interessiert sich sehr für dich. Sollte ich als Vater vielleicht nicht unbedingt sagen. Labor? Hier, gucke, Labor. Ein Stereomikroskop. Sieht gar nicht aus wie ein Stereomikroskop. Das ist ein Stereomikroskop. Bekeset. Ja, der gute Erlenmeyer-Kolben. Komm raus. Du wirst nicht gut genug Freunde mit Sebastian zu betreten sein Schlafzimmer. Nee. Nee, ich lasse es mit dem Denglisch lieber. Ach, hier geht's raus. Ahaha, hier geht's raus. Good. Och, jetzt haben wir hier noch was Schönes gefunden, einen kleinen See. Was bist du denn für ein seltsamer Waldkauz? Ah, Linus! Guck mal einer Schau, du hast mich letzte Nacht gefunden, du alter Sack. Ein Fremder? Hallo. Beachte mich einfach gar nicht. Ich lebe hier alleine. Okay. Na nu? Was denn das hier? Dicker Bauarbeiter? Kann ich hier nicht angeln, oder was? Aha, haha, jetzt, Okay, verstanden. Oder auch nicht. Hit! Bingo! Ein Karpfen! Länge 18 Zoll! Ordentlich? Das Ding ist fast so groß wie mein Bildschirm. Ach, du lebst... Oh, du lebst hier im Zelt. Okay. Steht hier. Railroads! Auch schön. Nein, nein, die wird hier wohl Energie sparen. Geht's hier lang? All alone, Sam Roach. Was ist das hier? Wilder Pferderadieschen-Krams. Irgendwas. Warte mal, ist das nicht unsere Farm? Ah, Tatsache, es ist also ein anderes... Ah, hahaha. Das Gras muss weg. So, haben wir eigentlich irgendwas dabei, was wir... Können wir essen? Forage. A spicy root found in a spring. Eine würzige Wurzel. Was irgendwie auch so ein kleines bisschen falsch klingt. Eine würzige Wurzel. Egal. Die im Frühling wächst. Holz. Holz. Und natürlich, ich kann es nicht mitnehmen. Darf man die ganzen Krimskrams hier mal ab? Bitte sei noch da, Holz! Bitte! Yay, es ist noch da. Und ich habe so gut wie keine Energie mehr. Und ich glaube, so ziemlich alles, was man machen kann, braucht Energie. Außer Sensen. Weil Sensen ist überhaupt nicht anstrengend. Überhaupt nicht anstrengend. Überhaupt nicht. Allerdings kann man das sicherlich auch nur behaupten, wenn man noch nie in sein Leben gesetzt hat. Und so. Was ist das hier eigentlich? Können wir das irgendwie ausgraben? Nö. Aber nicht. Aber es verschwindet, was auch nicht gerade. Ist.
trampeln durchs Getreide, wir trampeln durch die Sort. Hurra, wir verblöden. Für uns bezahlt der Staat. Ist eigentlich auch ein Klassiker, oder? Kennt man, glaube ich, zumeist aus Werner. Na, ganz ehrlich, ich habe so wenig Energie. Ich traue mich jetzt hier nicht irgendwas anderes zu machen, außer mit meiner Sense hier durchzusensen. Komprense? Komprende? Alles klar soweit? Hey! Ich weiß auch, was es hier bringt, und meine Menübar da oben macht ja auch, den Disco-Beat. Disco, Disco. Liegt aber auch nur daran, dass ich wahrscheinlich genau auf der Ebene war, weil wenn man nämlich sich zu weit nach unten, respektive nach oben bewegt, dann tauscht die Itembar ihren Platz, um nichts zu verdecken. Um nichts zu verstecken. Quasi. Ich finde, in unserem zweiten Tag sollten wir ruhig auch mal die Möglichkeit ergreifen und uns tatsächlich in unser eigenes Bett legen. Was haltet ihr davon? Ich persönlich finde es eine gute Idee. Sogar eine sehr gute Idee. Weil von uns wieder ein paar Mark geklaut werden. Und unserem Haus ersparten Geld. Sollten wir doch mal lieber drauf achten. Wir sind so nicht verloren geht. So. Jetzt ist Sense. Ende Melende. Oh, drei Mix-Seeds. Oh Gott, reicht die Energie dafür noch? Ah, das sieht ziemlich kacke aus. Oh, Clay. Kann ich diesen Mobbis nicht einfach eigentlich verkaufen? Sunfish, Karpfen. Muscheln vielleicht, Äußern, ich glaube, die behalte ich. Nehmen wir die Hälfte vom Fiber mit. Yay, kann ich verkaufen. Das ist ja cool. Holz. Übrigens, der Organize-Button ist zum Sortieren da, wer hätte das gedacht? Und macht das Ganze noch jetzt ein bisschen hübscher, weißt du? Gut, jetzt ist gleich im 9er. Ich mach mal, es ist dunkel hier. Stößt du dich ja überall. Mal Glötze gucken. Ich glaube, morgen sollte es regnen, oder? Es wird morgen den ganzen Tag regnen. Das habe ich ja gerade gesagt. Okay. Level up. Level 1 Foraging. Plus 1 X Proficiency. Trees sometimes drop seeds. Oh. New Crafting Recipe Wild Seeds SP. New Crafting Recipe Field Snack. Das ist ja mal interessant. Wir sind im Level abgestiegen. Aufgestiegen. Was ist das ein schönes? Foraging. Die Muschel 150. Ne, 100. Zweimal die Muschel 100. Und der wilde Pferdeschuh hat 50 gegeben. Und das Fieber, 96 Fieber, 96 Gold. Yay, mein erstes selbstverdientes Geld. Oh yeah. Was war das? Okay. Morgen wird es klar und sonnig. Und der Wahrsager sagt, dass die Geister heute ziemlich angepisst sind. Das Glück wird nicht auf meiner Seite sein. Gut, dann nicht. Dafür regnet's. Was ist das Ding? Aha. Jetzt kommt da also was raus. Ist ja mal interessant. Ritsch. Und mit einem Wisch ist alles weg. Hier mal ein bisschen
Holz wegmachen. Ja, noch ein paar Steine. Was ist eigentlich für eine Höhle? Habe ich hier die ich gestern schon gesehen? Ich weiß es gar nicht. Hey, hier drin ist nichts. Field Snack. Zutaten. Eine Eichel. Ein Ahornsamen und ein... Ja. Wie nennt man das denn bei euch so in der Region? Kienappel sagt man zum Beispiel hier bei uns. Zum Pinecone. Wild Seeds. Bam, 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 bam. You make my horse bleed. Okay. Horse Footage, Devil League and Dandelion. Alle Sachen, die wir schon überall gefunden haben. Daraus können wir also Wild Seeds machen. Okay. Ja, vielleicht ist es ja sowas wie die Mixed Seeds, die wir da ab und zu mal im Gras gefunden haben. Ja, auf jeden Fall interessant. Kann man nicht meckern. Packen wir erstmal weg. Zwei Daffodils haben wir ja noch im Dings. Und ja. Gehen wir mal einfach mal hier so lang und gucken mal. Und sehen, dass es hier nichts gibt. Hey. Oh. Hey. Oh. Du bist ja schon so leicht ein klitzekleines bisschen veräppelt. Oh, guck mal, eine Blume. Eine Daffodilie. Ich taufe sie auf den Namen Daffodilie. Klingt scheiße, ich weiß, aber... Hey, was war es mir nicht eingefallen? Das könnte auch eine Daffodil sein. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh, was ist denn das? Ist das Leek? Ein Lauch? Ist da jemand, der sich nicht traut, ins Fitnessstudio zu gehen? Gucken wir mal. Ja, ein Lauch. Haben wir noch irgendwas? Liegt da irgendwie überall was rum, oder? Da hinten was? Nö. Ja, hier, Baum. Was sind sie noch? Naja, aber was sind da? Was sind... Müssen wir die auch irgendwie mit Geld bestechen oder so, wie bei der... Bei dieser einen Brücke da, hier unten am Strand, wo wir 300 Holz bezahlen müssen. 300! Für Sparta fällt mir da als einziges ein. Zu. Auf. Zu. Keine Ahnung. Ich mag es, wenn es regnet. Ganz ehrlich, ich mag es. Oh, Papa. Ich war tatsächlich müde. Oder auch nicht. Oh, guck mal. Hier, ich. Help wanted. I could really go for a ripe parsnip. I'll pay you when you bring it. Louis. 105G on delivery makes Louis happy. Ja, ich glaube auch. Ich schreibe es jetzt mal nicht irgendwo einen Zettel aushängen, dass ich irgendwas brauche oder was suche. Macht Matt Martin glücklich. Macht Lord Matt Martin glücklich. Cool, mittwochs geschlossen. Starke Leistung. Hier können wir nicht vorbei. Gehen wir nochmal zum Strand runter. Ah, guck mal, was da schaut. Oh, was ist das denn schönes? Found the lost book. The library's collection has expanded. Ja, gern geschehen. Gern geschehen, gern geschehen. Ich krieg dafür auch irgendwas. Man will ja nicht umsonst arbeiten. Man kann es sich beziehungsweise gar nicht erlauben, umsonst zu arbeiten. Das ist ja
muss man ja bitte zusagen. Also, wir sind ja jetzt hier kapitalistische Gesellschaft und so. Keiner gesehen. Keiner gesehen. Und da muss man natürlich gucken, dass man da ja auch irgendwie, ja mal, mit seinem nackten Arsch an der Wand kommt und so, ja. Gerade wenn man denn nicht mal eine Wand hat, wo man sich, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Oh, das kann ich sammeln. Sammeln! Wilder Hundeschuh. Nein, Pferdeschuh. Whatever. Okay. 30 Gold darauf, dass... Oh, was ist das denn schönes? Spring Onion, ja! Ich liebe Frühlingszwiebeln. Ohne Scheiß. Werden alle mitgenommen. Frühlingszwiebeln. Und noch ein Pferdeschuh. Pferderadieschen oder was auch immer. Okay, ist ein Abwasserrohr. Sonst ist jetzt hier nichts weiter, schätze ich mal. Oder vielleicht reingehen? Es ist verschlossen. Ah, gut. Warum sollte man auch erwarten, dass in so einer Kleinstadt, Dorfgemeinde alles offen wäre? Es ist ja nur zu viel verlangt. Oh, guck mal, eine Pusteblume. Pusteblume! Häuschen. Häuschen-Peischki. Es sieht verlassen aus. Das war auch so mein erster Gedanke. Ich meine, klar, man kann sich ja ab und zu mal irren. Pferdeschuh. Und, ich nicht in dem Falle, weil ich hatte ja nur recht. Alter, wir finden hier nie wieder nach Hause. Wo bin ich? Scheiße, nein. Ich hab doch eine Karte, oder? Ach ja. Wizards Tower, okay. Da ist die Banana Farm. Money's Ranch, okay. I'm a lonely stone. Sitting in a lonely sea.